Jetzt müssen da noch Rotsteinfackeln. Da pflastern wir jetzt alles voll. Sieht auch irgendwie cool aus. So. Da, da, da. Da. Oh, jetzt reicht's gar nicht mehr. Eine bräuchten wir noch. Ich wollte sowieso eine Werkbank hier hinbauen. Wir haben ja noch Material da. Machen wir das doch mal schnell. Ist irgendwie doof, hier was abzuhauen, aber... So, aber... Ich brauche gerade mal ein bisschen Holz. Wir müssen ja drüben so viel Holz abhauen. Ey, Moment, und die Fackeln sind ja aus. Wieso leuchten nur die da vorne? Die leuchten alle. Okay, weiß ich jetzt gar nicht. Wo haben wir das Holz? Hier. Und... Bretter draus machen. So, dann eine Werkbank. Eine Werkbank. Wo haben wir sie jetzt hier? Da. Dann stellen wir doch die Werkbank einfach mal mitten dahin. Da hat sie doch Platz. Okay, und eine Truhe daneben. Habe ich genug? Ja, habe ich genug. Sehr schön. Okay. Aber nur dafür. Mach nichts. Da kann ich jetzt Rotstein reinhauen. Stöckchen habe ich auch mal dazu. Ja, gut. Soll jetzt erstmal genügen. Ach, jetzt ärgere mich, dass ich das Verzaubern vergessen habe. Ach, Moment, ich brauch das ja noch. Wozu habe ich mir eine Werkbank gemacht? Obwohl das eigentlich auch so gehen müsste. So, das und das da. Ja, da haben wir noch eine Rotsteinfackel. Die soll plöpp dahin. Jetzt haben wir immer noch keine Tür, Mensch. Dafür haben wir allerlei andere Sachen. Und es ist Nacht. Ach, Moment. Wir brauchen noch Knochenmehl. Ja, genau. Wir müssen nämlich dann nochmal... Achso, das habe ich weggemacht. Dann muss ich das wieder hinbasteln. Nee, Schaf, du bleibst unten. Warum leuchten diese Fackeln nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, dann sind die eben gerade aus. Aber es soll ja hell sein hier oben, dass da nichts erscheint. Nee, das muss jetzt irgendwie anders gehen. Kann ich die gar nicht aufnehmen? Alles voll. Ja, der Pfeil kann weg. Ach, die ist noch fest. Okay, dann kann ich sie natürlich nicht mitnehmen. So, wo muss ich jetzt die hinsetzen, damit die leuchten? Dahin? Oh ja, okay, da leuchtet sie. Da auch. Also, warum leuchten die jetzt? Warum leuchtet ihr jetzt? Die ist aus. Das ist ein blöder Pfeil. Mach den Pfeil weg. So. Das verstehe, wer will. So, und... Nee, da leuchtet sie nicht. Ich weiß nicht, da leuchtet sie. Okay, dann soll es eben so sein. Okay, jetzt... Ach, unser Schaf. Moment, hier. Na, komm, da. Das mag es hier wohl gerne. Ja, das sieht gut aus. Tür. Also diese Eisentür, das muss ich noch dazu sagen, weil euch das vielleicht ein bisschen komisch vorkommt. Die geht nur mit Schalter oder Hebel oder sowas auf. Wo habe ich jetzt Eisen? Stimmt, irgendwo da drüben. Wenn wir unterwegs auf Skelette treffen, hauen wir sie platt, weil wir ja noch Mehl brauchen. Aber das ist eine Spinne. Da ist eins. So, ich muss mal gucken, da müssten Eisen sein. Ach komm, wir legen uns eben ins Bett. Ich habe jetzt keine Lust, da ständig auf irgendwelches Geziefer zu achten. Nein, nicht abhauen, hinlegen. Das mit dem Zaun ist da auch nicht verkehrt. Das ist eine Baubude, das wird wieder abgerissen, wenn wir fertig sind. Okay,
Ich laufe immer so schnell raus, damit ich gleich wegkomme, falls da jemand draußen steht. So. Okay, hier haben wir. Oh, jetzt muss ich. Was lasse ich jetzt da? Das hier. Das kann dahin. So. Eine Eisentür. Müsste so gehen. Ja, ich will aber nur eine. Dann kriegen wir gleich drei. Ja, gut. Wer weiß, wozu wir die nochmal brauchen können. Das Eisen kommt jetzt wieder rein hier. Ja, wir haben gleich drei Eisentüren, ne? Egal. Setzen wir die Eisentür dahin. Ach, cool, ja, das ist schon. Ja, ich meine, das ist fast fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Relais und so weiter. Für diese anderen, also wie auch immer die Dinger heißen, Relais oder Verstärker oder sowas. Da gibt es zwei Arten. Ich kenne den Unterschied gerade nicht, aber bei dem einen brauche ich, kenne mit diesen Rotstein-Sachen noch nicht so gut aus. Aber Moment, ich wollte die Tür setzen. So, plöpp. So, wenn ich jetzt da dagegen mache, geht nicht auf. Aber hier, da muss man schnell sein, damit man da noch rechtzeitig rauskommt oder reinkommt, je nachdem. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir die Eisentür mal da rein. Ach so, muss ich ja von da nehmen. Rotstein kann auch da rein. Die Wolle kann noch dazu. Ein bisschen Kohle können wir auch da lassen. Wir könnten jetzt auch, naja, einen Ofen bauen. Wenn wir schon hier sind, bauen wir auch gleich einen Ofen. So. Wo packen wir den jetzt hin? Der kommt hier hin. Ja, für eine weitere Kiste reicht es leider nicht. Okay, die Relais. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wie man die jetzt, oder was die, was das für Dinger sind. Ich muss Leitern holen. Und raus. Gut. Moment, darüber. Ja, ich werde zu schnell gedreht. Ja, schön, wie das vorangeht hier. Okay, also, was brauchen wir jetzt? Leitern. Dann baue ich nämlich gleich den Anschluss an unser unterirdisches System. Dann haben wir das auch gleich. Ja, mit 5 ist es ein bisschen wenig, ne? Aber wir haben hier Stöckchen. Das reicht aber nicht. Da kriegen wir jetzt nochmal 12. Dann haben wir 17, das ist zu wenig. Das reicht nicht. Aber okay, wir machen ganz einfach Nägel mit Köpfen. Wir hauen einfach ein bisschen Wald ab und bauen da was draus. Das muss ja sowieso gemacht werden. Wir brauchen davon auch, Moment, so. Wir brauchen da auch viel Laub. Und zwar Birkenlaub. Ja, genau, Birkenlaub. Und Schwarzeichenlaub. So, also erstmal brauchen wir einfach so ein bisschen Holz. Um was draus zu machen? Schon wieder vergessen. Moment, also den Baum können wir jetzt einfach mal ganz abhauen. In der Zwischenzeit, bis das geschehen ist, kann ich mir nochmal überlegen, was ich eigentlich bauen wollte. Nein, ich weiß wieder, Leitern. Moment, das muss hier weg. So, das Holz soll runterfallen. So, wo haben wir noch mehr Holz hier? Das ist ja richtig viel. Was für ein Riesenbaum wieder mal. So, das da. Da noch. Ah, da ist immer noch was. So, und so. Die Birke hier lasse ich mal stehen, weil ich davon das Laub abnehmen kann. Wir brauchen nämlich Laub für die Hecken. Also ich meine, zur Not können wir uns. Moment mal, das ist gar keine Birke, das ist eine Eiche. Na gut. Lass sie dennoch stehen, weil ich jetzt erst was anderes vorhab. Okay, da haben wir wieder einen Baum weg. Haben wir alles eingesammelt? Ja. Dann. Auf geht's an die Werkbank. Wo haben wir denn? Hier. Machen wir mal Holz draus und. Also Bretter meine ich jetzt. Und Stöckchen. Und aus den Stöckchen bauen wir jetzt Leitern. Na, komm dahin. 44, das genügt. Ich schmeiß das Holz hier rein. Die Erde kann auch weg. Das kann rein. Glattstein kommt wieder ins Lager.
Glas auch, das brauchen wir hier nicht. Moment mal, den Bruchstein brauche ich hier. Wir wollen ja gleich nochmal da. Wir wollen ja gleich noch rüber zum Färbergarten. Gut, aber jetzt sorgen wir erstmal für den Anschluss hier. Ja, gut, schwimmen wir mal wieder. Hui, patsch. Ja, geht ja ganz gut. Und dann, ja, ach so, das wieder. So, schnell rein hier. Leitern sind da. Ja, gut, aber erst runterbuddeln. Moment, ich drehe mich erstmal um. Also, wir machen es wieder auf Risiko. Wir werden schon nicht auf Lava stoßen. So, und jetzt wieder dies hier. Bis zur Ebene 30. Ich habe einmal in der Probewelt, oder Kopiewelt, ich sage immer Probewelt oder Kopiewelt, habe ich auch mal irgendwie so einen Zugangsschacht gebaut. Ich glaube, vom Färberhaus aus war das. Und habe aus irgendeinem Grund nicht mehr kapiert, dass das 30 waren, so hier, sondern dachte, es seien 33. Wie ich auf das kam, weiß ich nicht. Oh, Spitzhacke kaputt. Und dann habe ich gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt und kam nicht auf den Quergang. Ja klar, natürlich nicht. Der ist ja einen Block tiefer gewesen. Da bin ich oben drüber und habe es nicht gesehen. Also konnte ich auch nicht. Ist das hier auch so? Moment mal, so. Ebene 30, das stimmt aber. Aha, da ist er. Da ist er ja, der Durchbruch. Okay, ich kann das wieder wegmachen. Zack, dahin. Genau, und das kommt auch weg. Dann packen wir da an der Seite noch eine Fackel hin. Und ich will das gerne auch nochmal beschriften. Oh, Kohle. Kohle ist immer gern gesehen. Das hält das Ganze zwar wieder auf, aber macht ja nichts. So, dann will ich mal hier eine Fackel hinsetzen. Zack. Ne, Moment. Spitzhacke. Ja, so wie es aussieht, ne? Färbegarten und so. Kommen wir da heute noch dazu? Ach, bestimmt. So, packen wir doch da gleich mal eine Fackel hin. Ja, das reicht eigentlich. Ja, ja, ist hell genug. Ach ja, Leiter. Machen wir nachher beim Hochgehen. Hauen jetzt erstmal die Kohle hier raus. Haben wir ja schon angefangen. Da ist noch Kohle, da ist noch mehr Kohle. Füllen alles wieder mit Bruchstein auf, so wie immer. So, da noch und da noch. Gut, das war's. Dann hauen wir hier Bruchstein dazu. Zack, Moment, da oben. Da, da. Da und da und da. So, dann haben wir das auch wieder zu. Sehr schön, und da ist auch noch Kohle. Holen wir die auch gleich nochmal. Wo ist denn der Zombie? Da um die Ecke? Ach, da war ja das mit dem Gitter. Oh, Eisen. Ich meine Eisenerz. Oh. Ach so, nee, ja. Dachte, da wäre noch mehr gewesen. Mensch, was wir da Eisen verbraten haben. Da unten ist auch Eisen. Und Lava. Ja, ja, okay. Kommt mir schon ziemlich lange vor. Also, kommt mir erst so vor, als wäre das schon ziemlich lange her. Wahrscheinlich war es gar nicht so lange. Aber, ja, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ist ja auch egal. Wir haben jetzt hier unsere Projekte. So, die zwei noch. Das dürfte es gewesen sein, jawohl. Zack, 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 zack und zack. Ordentlich auffüllen hier. Keine Lücken lassen. Da und da und da. Da und da. So, gut. Das hätten wir also auch. Ach ja. Leitern. Leitern setzen. So, hoch da wieder. Und ja, diese Relais und Dingsbums-Schaltungen da. Wir können es ja gleich nochmal probieren. Da brauchen wir da zwei Rotsteine. So, Moment, da muss noch was hin. Alles klar. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Jetzt habe ich die. Ja, doch, die sind hier. So, packen wir die mal dahin. Vielleicht war es ja das da. In der Mitte einen Hebel und unten Stein. Nö, das war es auch nicht. Ach, Menno. Es war aber kein Eisen dabei.
Ja, und andersrum hatte ich es ja schon. Nee, da war ein Rotstein in der Mitte. Oder musst du ja vielleicht da oben hin? Nee, oder andersrum? Nee, auch nicht. Egal, ich werde mir das dann mal ansehen. Schade, kann ich jetzt gerade nicht machen. Ja, ist denn so. Verarbeiten wir die gleich mal zu Knochenmehl hier, so. Okay, liebe Leute, was machen wir denn jetzt? Ins Bett gehen. Ach, hier wollte ich noch ein Bett hinhauen. Ja, genau.